Gesine Lötsch, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine muss sofort beendet werden. Die russische Armee muss sich zurückziehen, und ich fordere die Bundesregierung auf, alles zu tun, damit es zu einem sofortigen Waffenstillstand kommt. Und ich will auch mal in aller Klarheit sagen, weil es schon in der vergangenen Debatte so komische Zwischenbemerkungen gab. Hätten wir als Linke irgendeinen Einfluss auf Putin, dann hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Es gibt keinerlei Spitzenpolitiker aus meiner Partei, die sich mit Putin getroffen haben. In den anderen Parteien sieht das anders aus, meine Damen und Herren. Hier mal das in aller Klarheit zu sagen. Meine Damen und Herren, mit SPD, FDP, Grünen und der Union hat sich die größte Koalition aller Zeiten zusammengefunden, um ein gigantisches Konjunkturprogramm für die Rüstungsindustrie zu starten. Wir als Linke sagen ganz klar, es darf kein neues Wettrüsten in dieser Welt geben. Es darf kein dritter Weltkrieg riskiert werden. Wir müssen alles tun, um den Frieden zu bewahren, meine Damen und Herren. Und für die Erstellung des 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramms haben Sie nur 100 Tage gebraucht. Zum Vergleich, die angekündigte Kindergrundsicherung wollen Sie uns erst zum Ende der Legislaturperiode vorlegen. Das wären also 1000 Tage. Ich finde, es kann doch nicht sein, dass Sie ganz langsam sind, wenn es im Kampf gegen Kinderarmut geht, und ganz schnell, wenn es um die Interessen der Rüstungsindustrie geht. Das ist ein Missverhältnis, ein Trauerspiel. Das darf so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, stand der Aktienkurs von Rheinmetall bei knapp 83 Euro. Am 3. Mai stand die Aktie schon bei 222,40 €. Das ist fast eine Verdreifachung des Kurses. Da knallen die Korken bei den Besitzern dieser Aktien. Und ich denke, die dürfen wir nicht finanzieren. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Und ich will auch die Grünen daran erinnern, dass sie mal dafür gekämpft haben, dass die Rüstungsindustrie von der EU als nicht nachhaltig eingestuft wird. Warum haben Sie das vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen? Kehren Sie zu dieser Auffassung zurück. Und der Bundesregierung ist es auch zu verdanken, dass Rheinmetall in den DAX 40 aufsteigen wird. Wir lehnen solche staatlichen Investitionen in derartige todbringende Aktien ab, meine Damen und Herren. Es darf nicht vergessen werden, das hat ja der Kollege vor mir schon zugegeben, dass die 100 Milliarden Euro Sondervermögen zusätzlich zum ganz normalen Militärhaushalt zur Verfügung stehen. Und dafür sind allein in diesem Jahr 50,4 Milliarden vorgesehen, und nach NATO-Kriterien berechnet sind es sogar 55,6 Milliarden Euro. Sie geben also damit zusätzlich zu dem 100 Milliarden Sondervermögen für das Militär in diesem Jahr mehr Geld aus als insgesamt für Bildung, Forschung, Familien, Senioren, Frauen, Jugend, Wohnungsbau und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das geht so nicht weiter. Wir müssen in den Frieden investieren, meine Damen und Herren. Und es ist auch ein Ammenmärchen, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden wäre. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, damals Finanzminister, hat in seiner Amtszeit als Finanzminister für einen Aufwuchs bei der Bundeswehr gesorgt, und zwar addiert um 38,5 Milliarden Euro. Und das ist ja wohl nicht nichts, meine Damen und Herren. Und nicht nur wir, auch der Bundesrechnungshof, aber auch sicher viele Soldatinnen und Soldaten stellen sich zu Recht die Frage, wo ist denn das viele Geld für die Bundeswehr geblieben? Wo ist es geblieben? Und wir hören Bürokratieprobleme, Beschaffungsprobleme, und nun soll es ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz geben. Das soll die Probleme lösen. Aber ich glaube, die Probleme liegen ganz woanders. Die liegen nämlich in knallharten wirtschaftlichen Interessen. Ein Kollege vor mir hat das Beispiel ja zu Recht angesagt. Die Bremer Lürsenwerft wird für die Bundeswehr zwei Tankschiffe für 870 Millionen Euro bauen. Bundeswehrintern wurde dieser Preis als exorbitant hoch bezeichnet. Und das Beschaffungsamt wurde beauftragt, den Preis zu überprüfen. Das Amt stellte fest, dass der Preis um 250 Millionen Euro zu hoch ist. Und trotzdem wurde dieser überteuerte Vertrag geschlossen. Meine Damen und Herren, geht es Ihnen wirklich um eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr, oder geht es um hohe Gewinne für die Rüstungsindustrie? Da müssen Sie sich entscheiden. Wir als Linke sagen, wir brauchen Abrüstung, wir brauchen eine friedliche Weltordnung, und ich erwarte, dass die Bundesregierung dafür kämpft. Vielen Dank.
Und für die FDP erteile ich das Wort Carsten Klein.